Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Montag, dem 3. Juni 2024 um 8.34 Uhr. Ganz klassisch mit der Abfahrt von Gaggenau. Ja. Ich hatte erst vor, es ein bisschen anders zu gestalten, aber am Ende, naja, habe ich es dann, machen wir es dann doch jetzt erstmal ganz klassisch, mal gucken, was morgen kommt. Auf jeden Fall, ich habe schon Lust, einige Videos zu machen. Es war ja relativ ruhig, also ich muss sagen, in den 2 Wochen Urlaub, da habe ich jetzt erst im Nachhinein festgestellt, ganze 4 Videos. Und ja, aus dem Privatbereich halt, wo, was sich eh nicht jeder so anguckt. Aber ja, da sind noch 2, die haben wir gestern Abend ganz spät noch fertig gemacht, aber die sind noch nicht online. Kann sein, dass dann heute 3 Videos online gehen, also mit diesem zusammen. Ja, wir haben jetzt schon wieder einmal die Strecke Niederaula-Gaggenau hinter uns gebracht. Und jetzt sind wir auf der Rückfahrt. Ja, Ankunft 12.13 Uhr. Naja. Egal. Also wir wollen uns ja heute am ersten Tag nach dem 14-tägigen Urlaub keinen Stress machen. Ich hatte wenig drauf, bin schön flott runtergekommen. Allerdings nicht so früh, weil ich da, naja, erstmal noch ein paar Sachen abchecken musste. Und ja, heute Morgen soll es ja mal trocken bleiben. Aber hier ist es noch recht bedeckt. Ich finde auch die Murg vom Füllstand her geht, ne, hier dieses Flüsschen. Also ich habe es schon breiter gesehen. Ja, der ist zwar voll, aber ich habe es schon breiter gesehen. Aber es gibt auch hier Stellen, irgendwo gibt es eine Stelle, wo Überschwemmung ist und deswegen gibt es halt eine Umleitung. Betrifft uns aber nicht. Und ja, jetzt zurück ist das Auto auch nicht voll, halb voll halt. Das verspricht natürlich, wir haben runter einen Verbrauch von 20,5 Liter gehabt. Das ist natürlich Wahnsinn. Zurück wird es ein bisschen mehr werden, aber insgesamt natürlich top bei dermaßen wenig Ladung. Ja, aber ich habe schon wieder gehört, Freitag läuft da nichts. Ist natürlich total blöd. Aber was will ich machen? So ist es halt, ne? Irgendwo, ich habe gehört, in Kassel geht auch viel weniger. Ich meine, gut, mich werden sie nirgendwo anders hinschicken. Bin ich mal gespannt. Das ist natürlich so eine Sache, auf dem Freitag dann irgendwas. Vielleicht noch mit Ablade- und Ladestelle und so Geschichten. Das kann blöd werden, aber wir wollen es mal nicht vorwegnehmen. Wir wollen mal abwarten. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen eingrooven hier. Ja, hier vorne, da geht es ja so runter. Einige von euch, die schon öfter mitgefahren sind, werden es erkennen. Und da war heute Morgen gesperrt. Ich denke mal, ja, da fehlt der Abfluss. Das ist so eine Senke und dann ja, ist da auch immer, da sammelt sich das Wasser an und dann sperren sie das und dann musst du hier oben über den Kreisverkehr fahren. Also heute Morgen war hier Rückstau oder Stau. Wie sie jetzt fahren.
Ja, ist immer noch zu. Ja, steht was von Bauarbeiten, aber ich. Na gut, vielleicht sind auch Bauarbeiten werden hier gemacht, keine Ahnung. Ich weiß so, dass er hier in der Senke, ich weiß gar nicht, ob da ein Gully ist oder so, auf jeden Fall da. Da steht auch schon mal gerne das Wasser. Deswegen haben wir es gesperrt und dann muss man hier oben über den Kreisverkehr. Ja, diese 14 Tage Urlaub, das war schon recht prall, sag ich mal. Trotz des schlechten Wetters viel gemacht und auch viel geschafft. Wir haben das halt immer gut hingekriegt. An den Tagen, wo trocken war, wurde eben draußen gearbeitet und an den anderen Tagen, naja, da haben wir dann schon mal irgendwelche Termine wahrgenommen oder Material besorgt halt. Und ja, ich habe ja schon ein bisschen im Video gezeigt, was so passiert ist. Es war ja, der ursprüngliche Plan war ja ein ganz anderer. Ich meine, Arbeitsurlaub, das war klar. Aber der Plan war, unsere Küche zu renovieren. Einmal in den 14 Tagen hat meine Frau, da ist ihr was runtergefallen, weil sie musste viel machen und da war, wurde ihr der Arbeitsplatz in der Küche schon wieder ein bisschen eng. Da fiel was runter und da musste sie natürlich rauslassen, dass für die Hühner renoviert wird, aber halt nicht ihre Küche. Naja, die kommt auch noch dran, aber durch diese, ja, wie soll ich sagen, Fuchsüberfälle, also zweimal hintereinander, war irgendwie Druck drauf, da doch was zu machen. Und ich kann nur sagen, die, ja, diese dritte Gruppe Hühner, die 12, denen geht es gut. Allerdings, wenn ich jetzt das sage, dann weiß der eine oder andere, wovon ich spreche, die Klitschko-Hähne, diese zwei mächtigen Hähne, die ich da noch zugekauft hatte, ja, die gibt es nicht mehr. Es waren ja ursprünglich drei und da das ja schon klar war, dass das zu viel war, habe ich ja quasi Nummer drei, der aber auch ganz anders aussah, geschlachtet und an die Hunde verfüttert. Der war auch schon älter und da ist das Fleisch immer ein bisschen fest und zäh. Oh oh, ha, da hättest du mal weiter ausholen müssen, du Spezialist. Naja, auf jeden Fall haben wir die beiden Klitschko-Hähne ja noch gehabt, die habe ich auch im Video gezeigt und so. Und die haben da ganz schön rumgekräht, dass sogar schon ja, jemand meinte, meine Nachbarn, die müssten ja ganz schön was aushalten. Und als wir jetzt da die ganze Zeit im Hühnergehege gearbeitet haben, da haben die permanentes Theater gemacht. Vor allen Dingen, da es zwei waren, wenn der eine laut gegeben hat, hat der andere dann, wenn der Nummer eins fertig war, kam dann Nummer zwei. Und so haben die sich abgewechselt. Also es hat sich da hin und her geschaukelt und das war schon nervig, vor allen Dingen fiel dann quasi eines Nachts die Entscheidung, wir sind irgendwie um 12:30 ins Bett, ich liege um 1 Uhr im Bett, da höre ich, wie da einer anfängt zu krähen, nachts um 1, ja, stockdunkel draußen und der kräht und dann im Wechsel mit dem anderen. Und da habe ich gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Meine Frau fand es gut. Und es war so, einer hatte eine volle Stimme und einer hatte so ein bisschen angekratzte Stimme.
Und ich war im Glauben oder bin mir eigentlich heute noch sicher, der mit der angekratzten Stimme war auch der, der Federn an den Beinen hatte. Manche mögen das mit den Federn an den Beinen. Das ist so ein Rassemerkmal, sage ich mal. Ich selber finde das nicht so gut, weil halt der Dreck sich reinsetzt und auch eventuell irgendwie ist das anfälliger für Ungeziefer. Ich finde also glatte Beine deutlich besser. Naja, und der mit den glatten Beinen, der war auch noch ein Ticken größer und der gefiel mir auch irgendwie besser. Das war ja der Vitali, ne? Also habe ich gesagt, Wladimir muss weg. Und den habe ich dann geschlachtet. Und den haben wir dann eingefroren, weil wir kurz vorher ersten Brathuhn hatten am Wochenende, weil Enkel Theo da war und der steht voll auf Brathuhn. Naja, einen Tag nachdem ich eben den einen Hahn geschlachtet habe, stelle ich irgendwie fest, Mensch, der andere, der kräht irgendwie gar nicht mehr, ne? Er sagte keinen Ton mehr. Und dann haben wir noch so ein bisschen gescherzt, so von wegen, na, der ist vielleicht geschockt oder der möchte nicht als nächster drankommen. Und du hast ihn überhaupt nicht mehr krähen hören. Kein Stück. Lief da rum, sprang auf die Hühner. Ach so, das war noch mit ein Grund. Wenn Hahn Wladimir einen Huhn besprungen hat, dann kam sofort der andere, der größere, und ist auf ihn drauf. Die Sache war dann schnell geregelt, aber das war schon immer irgendwie total unruhig und so. Und das muss ja nicht sein. Nee, der Ältere hat dem Jüngeren da nichts gegönnt. Und da dachte ich, okay, dann kommt ja auch noch Ruhe rein. Auf jeden Fall, Hahn Vitali sagt keinen Mucks mehr. Aber wir haben gedacht, okay, vielleicht kommt er auch wieder oder was. Ja, und dann, ich glaube, 2-3 Tage, nachdem ich den eingeschlachtet hatte, kommt meine Frau an und sagt, der Hahn ist tot. Ich sage, wie, der Hahn ist tot? Ja, der Hahn liegt im Stall und ist tot. Das heißt, ob der wirklich ganz tot war, da hatte sie sich noch nicht so richtig von überzeugt, aber er lag da wie tot. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe nachschauen. Und Enkel Theo, ganz, ja, was heißt neugierig, keine Ahnung, wissbegierig. Er sagt, kann ich mitkommen? Ich sage, ja, von mir aus kannst du mitkommen. Ich muss dazu sagen, er hat ja schon, ja, damals die Dolly, also unsere kleine schwarze Hündin, als sie tot war, also als wir mit dem toten Hund vom Tierarzt zurückkamen, hat er die ja auch gesehen. Und ich meine, da war ja jetzt nichts blutig, nichts dran und so. Ich sage, okay, kannst mitkommen. Und dann sind wir in den Stall und dann lag der da und da habe ich gefühlt, da war der sogar noch warm. Aber er war tot. Ich habe geprüft, kein Herzschlag, nichts mehr. Und da habe ich auch so zu ihm gesagt, ich sage, guck mal, fühl mal, der ist noch warm. Hat er auch gemacht und war auch nicht schockiert oder was. Nein, er interessiert. Deswegen im Herbst, wenn wir wieder schlachten werden, wenn er es will, er muss da gar nichts, ja. Dann den Tötungsakt, den mache ich natürlich separat vorher, da muss er nicht bei sein. Beim Schlachten, beim Ausnehmen, da, wenn er will, kann er sich das anschauen. Und mal schauen, auf jeden Fall haben wir ihn dann erstmal an die Seite gelegt, haben gesagt, so, wir gehen jetzt mit der Hunde raus und dann später kümmern wir uns um den. Und als wir dann später kamen, nach einer Stunde oder so, da hatte der dann auch schon die Leichenstarre, konnte ich ihm zeigen, guck mal hier, ganz steif, Leichenstarre und so. Und und dann haben wir halt, den haben wir auch nicht mehr verarbeitet, weil du weißt ja nie, woran ist der jetzt gestorben, was hat der da gehabt, ist er krank gewesen. Ich meine, ich habe in den Rachen reingeguckt, der war schon stark gerötet. Ob das
damit zusammenhängt, dass er irgendwas hatte, halsmäßig, Stimme, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist auch so, es mag der ein oder andere Hühnerbesitzer mit seinem Huhn, was irgendwie kränkelt, zum Tierarzt gehen. Ich habe ja schon mal gesagt, das tun wir nicht. Ich meine, die Hühner sind sehr teuer geworden. Naja, die können locker mal auch so ein Grünleger, also ein bisschen ausgefallene Rasse, kann auch schnell mal 15, 16, 17 Euro kosten. Aber für eine Grunduntersuchung bezahlst du das ja schon beim Tierarzt. Also das ist absolut, ja, unrentabel. Na? Verletzte Hühner, ich sag mal, die irgendwas haben oder so. Gut, wenn die jetzt mal eine kleine Macke haben, ich würde die mal einsprühen mit irgendwas, mit so einem Wundverband oder so und schauen, wie sich's entwickelt. Aber das ist oft ein Problem, wenn die eine Wunde haben und die anderen Hühner sind oder Hühner sind Kannibalen, die picken dann da rein, da kannst du nur Tabula rasa machen. Und in der Regel gilt es auch so, ist ein Huhn verletzt, hat er irgendwie ein Riesenproblem, wird geschlachtet und wenn das nicht total abgemagert ist oder so, eben mindestens für die Hunde verwertet. Für uns jetzt weniger, weil die Legehühner, die haben nicht so viel Fleisch drauf und das ist immer sehr fest, vor allen Dingen, wenn die dann älter sind. Nee, und dann standen wir wieder ohne Hahn da halt. Na. Eben halt nur 12 Hühner. Aber danach war es super, super ruhig. Na, die Hühner haben halt dann auch mehr Gelände bekommen und so. Und es war ja eine Wahnsinnskeulerei mit dem Zaun. Also vor 14 Tagen war es ja so, mein Kollege freitags sagte ja, ich komme vorbei, ich habe so einen Erdbohrer. Ich schon total happy. Ich habe so gefragt, wie lange dauert das Loch? Da sagt er zu mir 30 Sekunden. Naja, da habe ich schon gedacht, 30 Sekunden, das wird wohl nicht hinhauen. Vor allen Dingen, weil ich wusste, bei mir können auch irgendwie Steine mal sein und dann wird das nicht mehr so flott gehen. Und ja, am Ende würde ich eher sagen, dass das Loch bald 30 Minuten gedauert hat. Und beim letzten Loch war es sogar so, da mussten wir aufgeben. Das konnte ich also von ihm nicht verlangen, dass er da noch mit mir da weitermacht. Da habe ich gesehen, das ist ein Ding, das muss ich alleine lösen. Und das hat auch einen ganzen Vormittag gedauert, da einen riesigen, ja, Stein ist Quatsch, er war schon so ein Felsbrocken, den ich da ausgegraben habe und mit Mühe und Not an eine Seite gewuchtet habe, um die entsprechende Lochtiefe zu bekommen. Ja, weil ich hatte schon so eine gewisse Vorstellung, wie tief so ein Loch werden sollte. Und das war dann natürlich ein Riesenkrater hinterher. Aber das ist kein Problem. Ich hatte mir vorher schon überlegt, wie ich cool eine Schalung für den Beton mache und so. Also der Zaun, der hat eben halt den Beton Sechsack, nee, fünf Säcke Beton gekostet und ja, die Farbe, die ich für die Pfosten verwendet habe, die hatte ich eigentlich ursprünglich für was anderes geholt, aber die hat, glaube ich, 10 Euro gekostet oder so. Der Rest war ja, ja gut, und die Zaunelemente, also summa summarum, ich würde sagen, keine 100 Euro, das bezahlst du normalerweise schon für ein Zaunelement. Und für meinen Geschmack, und man muss ja immer berücksichtigen, es handelt sich hier um ein Hühnergehege, wo also lange Jahre so ein schlapper Maschendrahtzaun war. Die Pfähle waren schon weggefault, weggebrochen. Allerdings, die haben auch 10, je nach Fall 10, 15 Jahre gehalten. Nein, dafür ist das jetzt echt top. Bin da richtig zufrieden. Und ja, kann mich im Nachhinein daran erfreuen. Jetzt geht es natürlich noch weiter. Es gab hier schon mal einen überdachten Bereich für die Hühner. Da war es aber so. Ja, das war wieder auch ein gutes Beispiel. Wer
Es gibt ja diesen Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Es ist wirklich so. Wir haben damals die günstigsten durchsichtigen Kunststoff, ja, wie soll ich sagen, Platten geholt. Das war Trapez, also Trapezbleche aus Kunststoff eben. 10 Euro so ein Ding, ja, aber so waren sie auch. In 0, nix hart geworden, spröde, und dann kam Hagel, dann Löcher drin und kaputt. Und ich habe jetzt also wesentlich mehr ausgegeben. Ich glaube, ich meine, einmal sind die Preise leider auch derbe gestiegen. Wir haben gesehen, so ein Element, so ein Zaunelement, wie wir es da haben, so ein Lamellenzaun, so ein Sichtschutzzaun, da kostet, also wir haben damals bezahlt 10 Euro für eine Platte. Jetzt kostet die Platte, glaube ich, eine 30. Naja, auf jeden Fall haben wir dann wesentlich besseres Material, wo die Platte 30 Euro kostet, geholt, und die sollen dann da drauf. Aber da bin ich halt noch dran. Da muss ich jetzt sehen, wie ich da peu à peu vorankomme. Ach, es hat sich viel getan. Oben haben wir ein Nest an der Garage. Da sind ja Vögel drin. Das heißt, da waren erst nur Eier. Die hatte ich auch in einem Video gezeigt. Jetzt liegen da Vögel drin. Die sagen aber keinen Ton. Die halten immer nur den Schnabel auf, wenn ich mit der Kamera da hochgehe. Ja, wir haben schon wieder 6 Minuten 20 hier vorne an unserer Baustelle, die uns ja schon vor dem Urlaub beglückt hat. Oh, mal schauen. Ah, 6 Minuten 20 ist ja noch locker. Ja, dann hatte ich ja die ganze ausgehobene Erde auf Hügel aufgeschichtet, die dann entsprechend wiederum abgetragen werden sollten von uns. Also, und dann die Erde sinnvoll verteilt. Ja, da haben die Hühner natürlich mittlerweile schon ganze Arbeit geleistet, und dieser Haufen, da waren viele Regenwürmer drin und so, die haben die vollkommen auseinandergezerrt. Aber okay, wenn es ihnen Spaß macht, die machen eigentlich einen guten, glücklichen Eindruck. Und wir haben auch gestern zum Beispiel einen richtig fetten Schlag mit 9 Eiern gehabt, aber die sind natürlich noch klein. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben halt den Leuten, die immer mal wieder bei uns vorher Eier geholt haben, jetzt Eier, die kleinen Eier, jedem mal so eine Packung kleine Eier geschenkt. Und haben gesagt, das dauert noch so 2-3 Wochen, dann kommen auch wieder normal große. Ja, dann war ich gestern, bin ich dann zum LKW. Ich mache es ja immer so, weil ich mag es nicht, früh morgens um 2 Uhr da irgendwelche Überraschungen zu erleben, wie Auto leer, alles vollgekrümmelt und so weiter. Ja, und es war auch ganz gut so, denn der Zustand ließ ein bisschen zu wünschen übrig. Alles vollgekrümmelt, der ganze Boden und so. Man sah nichts gemacht worden. Aber ein dicker, fetter Vanilleduftbaum hier links oben, ja. Also direkt, wo ich die Tür aufgemacht habe, hat mich der Geruch schon erschlagen. Und ich meine, gut, der eine oder andere weiß es halt, weil ich schon mal gesagt habe, das hört sich vielleicht übertrieben an, aber ich mag keine Duftbäume. Ich will nicht sagen, ich hasse Duftbäume, aber ich mag keine Duftbäume. Ich finde die ekelhaft. Die riechen total chemisch für mich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so richtig super ist mit dem Zeugs. Oder auch nicht diese Flaschen, wo diese Flüssigkeiten drin sind. Ich bin, ja, das ist nicht mein Ding. Also vorher würde ich eher, habe ich auch eine Zeit lang gemacht, als ich ja hier immer nach mir einer auf dem Bock war, der so Zigaretten geraucht hat und diesen Geruch so hinterlassen hat, da habe ich eine Flasche Olles Parfüm, was zu Hause bei uns keiner mehr benutzt, mitgenommen und habe dann jeden Tag erstmal so ein bisschen hier den Beifahrersitz eingesprüht. Der hat dann immer so peu à peu den
den Duft abgegeben. Das war okay. Nein, aber diese Duftbäume, das ist schon krasses Zeug, ey. Und dann haben meine Frau nicht den geputzt halt, die Scheiben von innen, das heißt, sie hat in erster Linie geputzt, ich habe mich um ein paar andere Sachen gekümmert, also schön die Scheiben innen gereinigt und alle Flächen einfach mal abgewischt. Das macht schon eine Menge aus. Die ganzen Flächen mit Glasreiniger, die Scheiben von innen mit Glasreiniger, hier mal die Armaturen und so, und schon war alles im Lack. So, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, 14 Tage nicht am Ball gewesen. Da muss ich natürlich schauen, wo der ein oder andere Blitzer jetzt vielleicht steht. Ne? Genderspiel ja. Ja, ich nehme euch wie immer mit bis Hartwald. Zu Hause ist es ein bisschen netter, da soll richtig Sonne rauskommen. Also im Wechsel und auf keinen Fall Regen. Aber ob ich heute was mache, ich habe mir also fest vorgenommen, jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde irgendwie Action zu machen. Ich bin auch selber kaum dazu gekommen, mir großartig Videos anzuschauen. Das war wirklich so, ja klar, ich liebe sie. Aber okay. Ja, da hatte ich heute Morgen schon wieder Probleme mit meinem Radio hier. Ich konnte nichts verstellen. Ne? Jetzt geht's wieder. Wenn ich jetzt hier stelle, dann zack, dann. Aber es ging nicht. Das Touch-Display hatte überhaupt keine Funktion. Da konntest du drücken, wie du wolltest. Jetzt auf einmal geht es wieder. Keine Ahnung, was das für ein Mist ist. Zum Glück ist der Fehler wieder weg. Aber ich habe schon gedacht, Mann, jetzt gut, ich habe dann, zum Glück war ein Radiosender eingestellt, ich habe dann durchgehend diesen Sender gehört, Radio bis von der Firma aus bis Gaggenau. Und ja, aber habe schon gedacht, ah, was Mist, jetzt kannst du kein Hörbuch hören, weil du kannst nicht umstellen. Na? Aber jetzt klappt es ja doch wieder. Oh, jetzt sind schon 7 Minuten 30, ey, das ist mir echt damit Bruchsal dieser Baustelle, vor allen Dingen, die geht wieder ewig, ne? Wir halten den Kessel sauber. Dein neuer Arbeitsplatz. Ha! Hör mir auf. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Ach, schon wieder Unfall, ey. Was eine Scheiße hier. Am frühen Morgen, ey. Das ist doch echt Mist. Ach. Da wieder 2 Mini Cooper zusammengeballert, ey. Aber volles Kaliber. 2 Mini Cooper. Original. Ein roter und der andere war glaube ich, weiß oder was, ey. Krass. Echt? Wie sie das gemacht haben. Na, er bremst. Bremst er so oder ist hier? Ne, ist nicht. Doch, da stand die Kiste wieder. Scheiß Blitzanhänger, aber mit 85 ist ja alles im Lack. Ja, jetzt natürlich wieder mega Stau hier, ey. Also die werden jetzt auch fluchen, weil erst
Staubruchsal, denn da ist, also heute Morgen bin ich da noch so mit wechselnder Geschwindigkeit zwischen 60 und 80 da durch. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, geht es da langsamer dadurch. Das heißt, wird da von Walldorf bis Bruchsal, also vom Kreuz Walldorf bis Bruchsal, wohl Rückstau sein. Ja, und wenn sie sich dann da durchgequält haben, sag ich mal, dann ja, kommen sie in diesen Stau hier. Ja, super. Da kommt echt Freude auf. Nee, wenn ich meine 12,18 hier halten kann, bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe nämlich heute Nachmittag um 15 Uhr einen Termin. Aber da sehe ich kein Problem. Nee, richtig froh, dass ich gestern hin bin, hab gesehen, okay, tanken brauchst du nicht. Mein Kollege, der immer die LKWs am Wochenende wäscht, das ist so nebenjobmäßig, der meinte noch, ich habe ihn geplant fürs Waschen. Ich sage, ja super, wir machen den jetzt innen. Wenn du den dann noch außen machst, dann ist alles schick. Und ja, er hat mir dann, ja, was heißt Bericht erstattet nicht, sondern ich hatte letzte Woche gesehen, dass da bei uns auf einer Bundesstraße ein relativ schwerer Unfall passiert ist. Und zwar ist ein, hier steht schon wieder dieser Renault und jetzt noch mit der Dachbox oben drauf. Der stand ja schon mal immer mal wieder da, also manchmal ein paar Tage hintereinander und dann wieder lange Phase nicht und jetzt sogar mit Dachbox. Ja. Und frage ich mich, was der da oben macht. Ne? Ach ja, jetzt kann ich mir erstmal wieder einräumen. Oh no, 11 Minuten jetzt, ey. Oh, muss das sein. Naja. Ah, wollen wir uns mal nicht am ersten Tag gleich schon wieder aufregen. Ah, 14 Wochen muss ich jetzt durchziehen. 14 Wochen. Das ist schon eine Hausnummer. Aber okay, dann kommt der nächste Urlaub. Dann kommen wieder 14 Tage am Stück. Und das wird ja dann auch der, ja, in Anführungsstrichen Erholungsurlaub, wo wir dann ja auch nach Norddeutschland fahren zu unseren Freunden und dann wirklich einfach mal nichts tun. Oh, no way. Nowhere. Ei, na, das war aber jetzt Quatsch. Also wenn Lichthupe, dann direkt und nicht irgendwie mit Verzögerung. Und er hier fuhr auch, er fuhr 89, war ja gut und dann auf einmal nicht mehr. Machst du wieder. Fußgastfahrer. Anscheinend Fußgastfahrer. Steuer. Jo. Die Rennleitung. Aber die Frauen am Steuer,
das ist ja, heute Morgen erst war es ein tschechischer LKW. Die sind oft nicht alleine, das sind immer Fahrerpaare. Rausgehen. Hier ist ja immer Abstandskontrolle auf der Brücke. Und wenn sie da jetzt meistens, ich habe ja schon mal gesagt, zu 90% in der anderen Richtung, aber man weiß ja nicht. Und wenn sie dann da stehen und der Abstand gerade nicht stimmt, dann haben wir die Arschkarte. Die 11 Minuten halten sich aber hartnäckig. Ja, obwohl vieles geschafft worden ist, ist auch das eine oder andere offen geblieben. Ich hatte ja so eine einige Male jetzt eine Meldung, dass irgendwas mit meiner ESP-Steuerung, also dass sie geprüft werden muss. Und obwohl heute Nacht, als ich zur Firma gefahren bin, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Ich habe fast das Gefühl, es hängt ein bisschen mit Feuchtigkeit zusammen, also bei Regen halt. Naja, und da hatte ich, war ich wohl in dem Nachbarort, wo die Werkstatt ist. Dann haben die gemeint, ah ja, zweimal in Urlaub und ob ich dann in dieser Woche mal reinschauen könnte zum Fehler auslesen. Ich habe gesagt, ja gut, juckt mich jetzt nicht. Auto fährt ja einwandfrei und jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt das schafft, mich zu überholen, bis ich auf den anderen drauf gelaufen bin. Sieht mir nicht danach aus. Oder? Ah, könnte klappen. 12 Minuten. Wird immer besser hier. Obwohl jetzt die Frage ist, ist das überhaupt hier vorne? Nee. Das ist gar nicht da vorne. Nee, da ist weiter weg noch irgendwas. Na komm, Junge, mit deinem leeren Schemel, ey. So schnell bist du ja nicht. Was hat der denn da? Fell drauf oder was? Auf dem Armaturenbrett? Oh. Ach du Scheibe, so samtbezogen, wie so Samtvorhänge, so wie Niki-Stoff. Nein, ich weiß gar nicht, ob man. Gibt's noch Nikis? Ich glaube, die Älteren wissen, was ich meine. Jüngere weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? Niki? So hießen, ja, das war das frühere Sweatshirt, ne? Allerdings so ein bisschen speziell von der Außenfläche her. Halt wie so ein bisschen samtartig, wie so Samtvorhänge. Das ist ja alles nicht mein Ding. Ich meine, wenn da jemand natürlich in der Karre wohnt, okay, was ich ja nicht jetzt so favorisiere, kann ich es verstehen, wenn man es sich da so wohnlich macht. Was ich auch nicht verstehe, ist, hier in der Mitte ist da so ein Teppich. Ich habe direkt die Weißen waren ja sowieso nicht neu, als wir die bekamen. Die waren ja schon gebraucht. Aber das Erste, was ich gemacht habe, ich habe diesen Teppich genommen, habe den nach oben gelegt. Weil wozu soll ich einen Teppich hier drin haben? Ich laufe hier nicht auf Socken drin rum oder so oder barfuß. Ich habe Arbeitsschuhe an.
Und die sind manchmal auch nicht ganz sauber. Was soll ich da mit dem Teppich? Und ich habe ja auch schon mal einen neuen Wagen bekommen. Das erste, was ich gemacht habe, den Teppich genommen und nach oben gelegt. Und als ich den Wagen abgegeben habe, sah der Teppich noch aus wie neu, weil da nie einer drüber gelatscht ist. Weil wir haben auch nicht so einfachen Zugang zum Sauger und den glatten Boden, da kannst du abfegen, da kannst du auspusten. Das ist viel praktischer. Und deswegen, naja, Teppich sofort wieder weggemacht. Das sind manchmal so Kleinigkeiten. Auch so, ich komme heute Morgen nach Gaggenau. Ja, da stehen da bei dem abgestellten Auflieger die Hebel raus. Das mache ich nie, weil ein rausstehender Hebel, wenn da jemand dicht vorbei fährt, ne, ehe man sich versieht, ist der weggeknackt. Ich klappe die mal ein in die Grundposition. Aber es sind eben diese Kleinigkeiten, wo sich die Geister scheiden. Ja, mein türkischer Staplerfahrer, der war auch 14 Tage weg. Normalerweise fährt er immer einmal im Jahr nach Italien zu den Schwiegereltern und einmal im Jahr in die Türkei zu den Eltern. Immer im Wechsel. Ich meine, jetzt wäre eigentlich Türkei angesagt gewesen und dann im Herbst Italien, also Sardinien, um genau zu sein, weil dann dort Ernte ist. Ja, also hier sind dann nur 3 Minuten jetzt im Bruchsal. Allerdings insgesamt sind wir jetzt schon bei 14 Minuten. Naja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt über die 5 geht. Ne? Schauen wir mal, was hier. Ja, also bis jetzt sagt Else, fahren wir über die 5. Müssen wir mal schauen. Ne, und er meinte so, weil ich sag zu ihm, ich sag, ist auch dein erster Tag heute wieder? Ne? Ja, sagt er. Oh, sagt er, die haben mir also einiges durcheinander gebracht. Ich sag, ja, warum soll es dir besser gehen als mir? Also, es ist eben schon eine Sache, also. Wenn andere drauf sind, vor allen Dingen ist es ja so, die wissen dann, sie sind nur eine Woche hier drauf und bleiben nicht auf dem Auto. Ja, was machst du denn hier? Und, okay. Und da gibt es dann überhaupt keine Ambitionen, sich großartig zu kümmern. Ich muss zugeben, ich hatte den Wagen, als ich den vor 14 Tagen hingestellt habe, da war schon, also die Rücklichter haben ja immer 2 Birnen. Also es gibt immer rechts und links doppeltes Rücklicht. Und da war schon eine Birne kaputt auf der linken Seite. Und so habe ich ihn auch stehen lassen, muss ich zugeben. Und habe gedacht, naja, mal gucken, vielleicht passiert da was in den 14 Tagen. Nichts da, gar nichts ist passiert. Ich werde nachher hingehen und wohl diese Rücklichtbirne ersetzen, damit das endlich mal abgeregelt ist. So, jetzt müssen wir mal zusehen, dass wir wieder reinkommen hier. Aber da vorne klappt das eigentlich normalerweise, da wo die abfahren. Ja, da werden wir doch erstmal schauen, dass. Ach nö. Ach nö. Oh, wie blöd. Ja, aber vor dem Kran ist schon mal gut. Und jetzt, oh, er hat auch die Hecke kaputt.
weiß zwar nicht, wo er jetzt hin will, weil ja schon eine Weile Überholverbot ist. Franzose. Sowas aber auch. Was ist denn da los? Das ist doch weit hinten. In 78 Kilometer. Da frage ich mich doch. Da kann ich doch. Ach, ich verstehe es nicht, ne? Weil normalerweise sagt dann Else ja, okay, fahr über der 6, wenn auf der 5 das Problem ist. Hier geht's ja noch. Und drüben auch, muss ich sagen. Ist genauso wie heute Morgen, läuft eigentlich gut dadurch. Haben sie da richtig Muzzle. Ja, vor allen Dingen, wie lange diese Baustelle jetzt uns begleiten wird. Die wird uns jetzt bis zum Ende des Jahres begleiten. Also was ich schon in den Jahren, das werden ja jetzt am 15. Oktober diesen Jahres, werden es ja 7 Jahre, die ich das Ding gefahren. Also was mich da schon Baustellen begleitet haben, mein lieber Schwan. Und es erinnert mich immer wieder an die Worte von meinem Chef, weil als ich damals beim Einstellungsgespräch habe ich gesagt, ja, wie ist das so auf der 5, ne? Läuft das da? Und da meinte er nur, naja, auf der 5, da ist immer irgendwas los. Und so ist es auch. Da ist immer irgendwo ist was los. Ja, und damit ich nicht wieder mich die Müdigkeit total überkommt, hier so montags morgens, ne, Rückfahrt, Video machen, haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, habe ich mich dann erstmal in Gaggenau ein bisschen gedopt. Mal so ein Gummibärchen-Drink genommen. Und deswegen bin ich auch jetzt ganz guter Dinge. Ja, die ziehen da Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Ja, Kabel. Da fällt mir ein, Donnerstagabend war das. Ich weiß nicht, bei wem es jetzt überhaupt noch war, ob das jetzt deutschlandweit war oder nur bei uns in der Ecke oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Donnerstagabend plötzlich kein Internet. Ich meine, gut, abends, aber das ist ja so, wenn wir auf die Mediatheken zurückgreifen wollen, brauchen wir ja auch Internet. Na? Und da haben wir wirklich am Donnerstag, ich meine, das wäre Donnerstagabend gewesen, wirklich mal ganz klassisch wieder Fernsehprogramm geschaut. So Sachen wie Plus, Minus und so und Auslandsjournal. Aber war auch mal okay, war auch ganz interessant. Ja, was ich gesagt habe, für die Betonleitplanken. Machen sie hier jetzt den Aufstand. Dabei haben sie doch die Fahrbahn neu gemacht. Da verstehe ich nicht, warum sie das nicht in... Also, wie gesagt, ich verstehe nicht, warum sie es nicht in einem Zug gemacht haben. Nein, wir müssen da wieder ein extra Fass aufmachen.
wie alles klar ist. Ja, alles ist klar mit der Kamera und dem Ton, denke ich auch mal. Franzose hier. Nur noch 12 Minuten. Ja, aber sie will, dass ich über die 5 fahre. Ja, also. Keine Ahnung. Stellen wir uns mal da rein, ne? So, aber jetzt. Da, was ich gesagt habe, von Walldorf bis Bruchhausen Stau. Und wenn sie dann durch sind, dann haben sie eine kleine Strecke, wo sie mal wieder fahren können, und dann stehen sie in dem Stau von dem Unfall. Das wird wohl auch eine Weile dauern, bis sie da die beiden Dinger weggeholt haben. Ach so, ja, ich glaube, ich hatte es eben angeschnitten. Also letzte Woche, wir haben so jeden Tag immer geschaut, so nach Nachrichten. NTV, Osthessen News. Vor allen Dingen meine Frau, die guckt immer bei Osthessen News. Sie meint eben, ja, sie will wissen, was vor Ort los ist. Ja, da lesen wir einen Bericht, dass da am Vorabend, also es war ja morgens, wo wir es gelesen haben, ein schwerer Unfall auf der B27 passiert ist. Eine Kollision zwischen LKW und PKW. Und dann sind wir da rein, so, weil ich schaue dann schon mal, was da so passiert ist. Und ja, sehe, dass da, oder es wurde auch so berichtet, BMW ist in einer langgezogenen Rechtskurve aus unerklärlichen Gründen, ne, oder war vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit, vermutlich eben aus der Kurve mehr oder weniger rausgetragen worden und quasi ja so zum Teil unter den Auflieger geraten, mit der linken Seite voll auf den, das waren zweiachsige Auflieger, auf den Reifen geprallt, der ist natürlich weggeplatzt und dann hat dieser PKW sich gedreht. Also wenn ihr den, man kann sich die Fotos immer noch anschauen, Osthessen News. Na, schwerer Unfall auf B27, also wenn ihr den BMW seht, ey, da fällt euch nichts mehr ein. Obwohl man auch deutlich erkennen kann, dass die Fahrgastzelle recht intakt geblieben ist. Aber vorne die linke Seite, alles weggefetzt. Oh, hier mal gucken, nicht, dass sie hier nochmal stehen. Alles weggefetzt. Und dann stand da auch, dass der Fahrer, der waren die Beine eingeklemmt. Das war auch ein bisschen aufwendig, den da rauszuholen.
Und dann habe ich so geschaut, die hatten so alles verpixelt, Kennzeichen und Name der Firma und so. Und, aber irgendwie kam es mir bekannt vor, nein, weil das war so ein zweiachsiger Auflieger mit Heckklappe halt, mit Hebebühne hinten und vorne Mercedes-Zugmaschine und irgendwie. Und ich guck so genauer hin und dann konnte ich durch die Verpixelung, konnte man letztendlich doch den, ja gut, vielleicht nur als jemand, der den Schriftzug kennt. Aber ich konnte es halt. Ich habe dann gesehen, Mensch, der ist von uns. Was ein Mist. Vor allen Dingen, weil ich den Kollegen, der auf diesem LKW fährt, eigentlich kenne, ja, seit ich da in der Firma angefangen habe und er auch die ersten, ich glaube sogar 2 Jahre lang, mein Spannmann war. Also ich bin immer Gaggenau gefahren, er immer dann von Niederaula nach Heiligenstadt halt. Wir haben also, und das lief gut zwischen uns, die Zusammenarbeit. Und da musste ich sofort an ihn denken und denken, boah, nee. Aber man sah auch, an der Zugmaschine war nichts dran. Und es wurde auch dann nur von einem verletzten BMW-Fahrer berichtet, den sie relativ aufwendig. Jetzt erzähl mir noch mal einer, warum Else mich nicht darunter geschickt hat. Naja, wer weiß, was da ist, weil jetzt haben wir nämlich schon 18 Minuten. In 62 Kilometer. Ach, da ist ein Unfall passiert. Ja, aber Else, warum hast du mich nicht über die 6 geschickt? Was machst du denn hier? Naja. Egal. Es ist. Ja, und da war es, also ich war mir dann sehr, sehr sicher. Der Auflieger, der sah aus wie unser Lebensmittelauflieger, der zweiachsige, und die Zugmaschine, das, also ich war mir sehr, sehr sicher. Und ja, und als ich gestern dann in der Firma war, da traf ich dann zufällig auch den Fahrer. Ja, es war schon heftig. Er hat Glück gehabt. Ich sag mal, ein bisschen Zeitverschiebung und eventuell wäre ihm dieser BMW frontal in die Zugmaschine geknallt. So ist es für ihn glimpflich gewesen, er hat nichts gehabt. Und auch, glaube ich, der Mann kann ganz froh sein, dass er eben nicht mit der Zugmaschine zusammengeprallt ist, sondern eben auf diesen Reifen, der dann mit Sicherheit einiges an Aufprallenergie weggenommen hat. Aber es war wohl ziemlich heftig, ihn da rauszuholen. Also mein Kollege meinte, er war sich aber nicht ganz sicher. Er meinte, mitbekommen zu haben, dass die dem sogar die Beine brechen mussten, um den da rauszukriegen. Ne? Ich denke mal, dass sie ihn aber vorher voll gepumpt haben mit Betäubungsmitteln, also mit Schmerzmitteln. Aber der kann froh sein, dass er es überlebt hat. Das heißt, so wie mein Kollege erzählt hat, wären wohl später nochmal 2 Polizeibeamte ins Krankenhaus geschickt worden wegen Blutprobe. Vielleicht ist auch noch sowas mit dem Spiel. Also da zu schnell war, da gibt es keine Diskussion. Ja, wieder mal ein Beispiel dafür, wie schnell es einen erwischen kann, ohne jegliche eigene Schuld oder eigenes Verschulden.
So, jetzt kommen wir hier in Hartwald an. Dann war es das auch erstmal für heute. Wie gesagt, ich muss jetzt auch erstmal wieder so ein bisschen so reinkommen in die ganze Geschichte. Und was auch noch wichtig ist, ich muss unbedingt meinen Magnetknopf hier finden, denn der ist nicht da. Also ich habe eigentlich nichts vergessen, alles am Start, neue Fahrerkarte musste ja heute rein und auch so gibt es halt so ein paar kleine Neuerungen. Nein, aber dieser Gummi, das Gummiteil ist nicht mehr da. Keine Ahnung, wo es ist. Ich muss zu Hause noch mal schauen. Das ist ja ein bisschen ärgerlich, weil ich dadurch mein Smartphone gar nicht hier hinhängen kann. So, ich werde jetzt meine Frau gleich anrufen. Die wird bestimmt schon auf den Anruf warten, um zu hören, dass alles gut ist. Die hatte wieder ihr typisches, komisches Gefühl. Das ist aber normal, wenn ich... Es kann nach einem normalen Wochenende, aber es ist häufig, wenn ich längere Zeit zu Hause bin, dann hat sie immer ein komisches Gefühl, wenn ich wieder anfange. Begeistert mich nicht unbedingt, nein, weil ich habe jetzt kein komisches Gefühl. Sicherlich, ich habe letzte Nacht nicht so megamäßig geschlafen, waren nur vielleicht 5,5 Stunden und wo ich da auch noch 2 Mal raus musste und überhaupt, weil ich ja erstmal wieder in diesen Rhythmus reinkommen muss, aber das wird schon werden. Naja, es sind ja noch mal 50 Kilometer, das ist ja fast noch mal eine Dreiviertelstunde zu fahren. Da könnten sie auch eventuell die Unfallstelle bis dahin aufgeräumt haben und das sich ein bisschen auflöst. Ja gut, es gibt noch ein bisschen was zu erzählen da so aus dem Urlaub. Eine Anekdote, aber die spare ich mir jetzt auf für morgen oder übermorgen. Muss ja mal schauen, wie wir jetzt so weiter verfahren. Also sagen wir es mal so. Wir machen auf jeden Fall diese Woche mindestens 3 Videos hier auf dem LKW. Heute Mittwoch und Freitag, das ist also fest. Ganz klassisch, aber ich habe jetzt zum Beispiel heute Morgen gesehen, dass schon ab 4.30 Uhr absolut ausreichendes Licht ist für Kamera. Und deswegen will ich mal schauen. Aber für heute war es das jetzt. Ja. Schön, dass ihr wieder mitgefahren seid. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.